Cześć! Wie in der ganzen Welt wurde Sprache in Europa auch durch wechselseitige kulturelle Kontakte geprägt. In den deutsch-polnischen Beziehungen war das nicht anders. Genau! Seit dem frühen Mittelalter gab es größere Bevölkerungsverschiebung. Von West nach Ost und von Ost nach West. So ungefähr zwischen Elbe und Oder und an der Ostsee, da ließen sich auch viele deutschstämmige Siedler nieder. Das ist die sogenannte Germania Slavica. Das ist so ein Austausch- und Mischgebiet. Es liegt im östlichen Teil Deutschlands und im westlichen Teil Polens. Im Mittelalter haben Kaufleute, Beamte und Handwerker Begriffe mitgebracht, die wir heute als Lehnwörter kennen. Lehnwörter sind Begriffe, die von einer Sprache in die andere rüberwandern. Zum Beispiel Ratusz. Und der Chef im Ratusz ist der Burmistrz. Und wenn mal wieder die Farbe von den Wänden abblättert, ja, wer kommt dann? Da kommt der Malarz. Und der Malarz, der kommt ohne Śruba, ohne Muterka, denn er ist ja kein Monter. Sebastian, gibst du mir bitte mal noch, wie heißt der? Ah, die Wasserwaage. Klar, kannst du gerne haben. In Polen begegnen euch viele solcher Lehnwörter auch im Alltag. Zum Beispiel Abdecker, Bibliotheka, Zucker, Czekolada, Restauracja, Flirtować, Weekend. Ihr merkt also, dass das Polnische eine sehr offene Sprache ist, die zum Beispiel auch Lehnwörter aus dem Englischen enthält. In diesem Sinne. Miłego weekendu!